Hallo, ich heiße Uwe Rüdel und arbeite als Branchenmanager Technische Industrien bei GS1 Switzerland. Heute spreche ich über den digitalen Produktepass. Als direkte Konsequenz aus der Green Deal-Initiative der Europäischen Union sollen nachhaltige Produkte ab 1. Januar 2027 im EU-Wirtschaftsraum zur Norm werden. Beschreibungen und Leistungsparameter zu Produkten sollen zukünftig öffentlich einsehbar sein. Dies bedeutet, dass Informationsinstrumente wie Benutzerhandbücher, Gebrauchsanleitungen, Warn- oder Sicherheitshinweise, Auf- und Abbauinstruktionen durch den digitalen Produktepass dokumentiert und geteilt werden. Die geforderte Transparenz bringt viele Vorteile für Nutzer, aber auch für Hersteller und die gesamte Wertschöpfungskette im Sinne der zirkulären Nachhaltigkeit. Für Hersteller tönt diese geforderte Anpassung im ersten Moment intensiv, aber mit der Verwendung der von der EU geforderten GS1 Global Trade Item Number, der GTIN, in Verbindung mit dem GS1 Digital Link können diese Maßnahmen aber einfach und vorteilhaft eingesetzt werden. Es entstehen wichtige Vorteile aus der Verknüpfung der Anforderungen der Lieferkette mit denen der Kundenanbindung. Hersteller können nämlich die Nutzung ihres Produktes durch ihren Kunden genau nachvollziehen. Das ist Digitalisierung, wie ich sie verstehe.